shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar einen RP-Glitch. Der funktioniert natürlich auch solo, nur da würde ich ihn euch jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil ihr macht da so wenig RP solo, da lohnt sich das Ganze nicht. Da spielt ihr einfach am besten irgendein Rennen oder eine Mission und bekommt dadurch mehr RP. Aber es würde theoretisch auch solo funktionieren, nur da ist er halt nicht gut. So, deswegen habe ich mir einen Kumpel dazu geholt, das ist unsere liebe Kamikaze-Ente. Auf jeden Fall mal vorbeischauen, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ist einer, ja doch kann man sagen, inzwischen einer meiner Lieblings-YouTuber. Und zwar einfach, weil er das Ganze, was er macht, anders macht und einfach ja, der ehrlichste Mensch und der trockenste Humor hat, den ich so auf YouTube kenne oder kennengelernt habe. Auf jeden Fall cooler Typ. Danke, dass du mitgemacht hast, TS. Ja, das war's. So, nun zum Glitch. Was ihr dazu braucht, ihr braucht natürlich einen Kumpel und irgendein gepanzertes Fahrzeug. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit einem Kuruma zu machen oder mit einem Insurgent. Und dann müsst ihr einfach jetzt mal ein paar Cops holen, also ein paar Sterne. Und je mehr Sterne ihr habt, desto mehr AP gibt es. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr den Glitch länger machen wollt, auf jeden Fall die 5 Sterne zu holen. Fürs Video haben wir jetzt einfach nur 4 Sterne geholt. Ja, einfach nur zum Zeigen, damit ihr seht, dass es klappt. So. Was ihr jetzt dazu machen müsst, ihr müsst euren Kuruma oder euren Insurgent so in den Kreis von irgendeinem Stuntrennen reinstellen. Und dann startet ihr, während ihr in dem Kreis drin seid, irgendein Stuntrennen. Und euer Kumpel, der muss halt ja in dem Auto so lange warten, bis ihr fertig seid. Und wenn das Menü dann gekommen ist, müsst ihr einfach nur mit Kreis und X bestätigen, um das Stuntrennen zu verlassen. Und damit habt ihr dann, in unserem Fall waren es 400 RP, aber wenn ihr mit 5 Sternen das Ganze macht, bekommt ihr 500 RP. Und danach rennt ihr sofort wieder in das Auto rein, startet wieder ein Stuntrennen, verlässt das Stuntrennen, bekommt wieder 500 RP, steigt wieder in das Auto ein und macht das die ganze Zeit. Also somit könnt ihr ungefähr 90.000 RP machen. Das macht Sinn für die Leute mit dem kleinen Rang, für die Großen, ja, ist das jetzt nicht so der Burner. Aber für die Leute mit einem kleinen Rang funktioniert das auf jeden Fall super gut und macht es am besten in einer geschlossenen Sitzung, weil da sind die Ladezeiten wesentlich kürzer als in der öffentlichen Lobby und ihr geht nicht in die Gefahr ein, dass euch irgendwelche anderen Spieler abpacken möchten. Also geschlossene Sitzung mit eurem Kumpel und dann macht ihr ungefähr in 20 Sekunden 500 RP und ich finde, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, wenn nicht, ja, macht's einen Backflip und ja, wenn ihr neu seid, dann könnt ihr mich auch abonnieren, ne? Alles klar, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich wünsche natürlich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe mir natürlich, dass es euch gefallen hat und wünsche euch noch einen schönen Tag. So, alles klar, ich bin raus. Ciao.